Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mass Effect 3. So, erst einmal wieder vielen Dank für die guten Bewertungen aus dem letzten Part. Bedeutet mir viel, damit unterstützt mich am besten. Und ja, wie gesagt, vielen Dank dafür. So, was machen wir? Wir sind an irgendeiner Spritherstellungsfabrik, irgend so eine Raffinerie und die ist deaktiviert und wir sollen sie aktivieren. Natürlich haben wir Ergo und ich laufe mit einer Spritzpistole rum. Aus dem Grund sind wir nämlich das letzte Mal auch aufgestiegen und ja, da würde ich jetzt auch gerne ein bisschen pimpen, weil wir werden es brauchen. Das jetzt weniger. Schauen wir mal bei 10. Entweder das oder das. Machen wir das hier. Gefällt mir besser. Wartet, wartet. Der kann nichts, der kann auch nichts. Nö. Gut. Und ja, wie gesagt, ich habe keine vernünftige Waffe dabei. Weil irgendwie alles scheiße gelaufen ist. Ich hatte nicht gesehen, dass keine Waffe ausgewählt ist. Und wir haben hier Ärger mit Geth. Das Ausbessern scheint zu klappen. Wir haben nur noch einen vor uns. Okay. Okay, da ist der nächste Tank. Hier gibt es nochmal Munition. Ey, ich bräuchte unbedingt eine Waffe. Hier gibt es nichts. Hier gibt es auch nichts. Wenn eine Waffe auf dem Boden liegen würde, dann könnte ich mein Equipment ändern. Ich habe keine Ahnung, was die Scheiße soll, dass man momentan... dass es sich nicht merkt, welche Waffen ich habe. Sind Sie in Position? Bestätige. Erwarte Ihre Befehle. Ja, ich mach gleich. Ich guck mich nur noch schnell um. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Außer Kohle. Machen wir noch direkt auf Brandmunition. Das hatte ich auch irgendwie vergessen. Okay, da waren wir schon. Und hier unten haben wir auch geguckt. Alles klar. Ja, dann machen wir mal. Leite Neustart ein. Commander, Captain, ich registriere jede Menge Bewegung in Ihre Richtung. Achtung, Feind! Laden und entsichern! Sie kommen von oben! Und die sind gepimpt. Oh Mann. So eine Kacke. Ey, ich brauche eine Knarre. Ich brauche dringlichst eine Knarre. So. Schon dabei. So. Hui, 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 hui. So. Okay. Meine Deckung, geh weg. Was hat denn der da? Hat er auf einmal so ein fieses Ding? Das ist ja noch so eins. So. Okay, der ist down. Commander, wir werden überrannt.
durchhalten. Einer meiner Leute kommt. Verstanden. Komm, James. James, retten Sie sie. Sofort. Na super. Ihr wisst, was für eine Gnade ich habe. Super. Ich laufe. Ja. Holy crap. Höre ich dann nochmal so eins? Okay, irgendwie ist der Soundcut ein bisschen im Moment sind sie strange. Sicher, Commander, aber ich erreiche Captain Riley nicht. Was ist mit Lieutenant Vega? Nichts, Commander. Niemand antwortet auf meine Funksprüche. Super. Aber ich registriere Bewegungen in Richtung Exfiltrationspunkt. Schließen Sie den Neustart ab, dann können wir uns dort treffen. Super. Alles klar. Ja, da schaue ich mich gleich um. Also diese Gnade, die ist gar nicht mal so schlecht. Ich hätte natürlich sehr, sehr gerne eine richtige Gnade. Also sowas, was vielleicht ein bisschen mehr Durchschlag hat. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht einen meiner Teammates geopfert. Aber es schaut fast so aus. Nochmal hier kurz umgucken. Schaut nicht so aus. Das ist nicht die gleiche Stelle, an der ich gerade eben schon war, oder? Neustart abgeschlossen. Reaktor vollständig hochgefahren und betriebsbereit, Commander. Ich denke nicht durch den Reaktor, oder? Okay, durch den Reaktor. Wieso nicht? Hey, ihr lebt ja noch. Commander, Sie haben uns gerettet. Mein Team steht in Ihrer Schuld. Super. So gut gemacht. Kriegst ein Leckerli daheim. Gute Arbeit. Machen Sie Meldung bei den Shuttles. Das lief doch eigentlich ganz gut. Gute Arbeit da unten, Shepard. Ohne das Depot wäre der gesamte Kriegsschauplatz gefährdet. Wie stehen die Chancen, dass die Reaper zurückkommen? Eine Einsatztruppe wird die Anlage betreiben und verteidigen. Wenn die Reaper kommen, sind wir bereit. Ich habe Captain Rileys Bericht gelesen. Sie hätte es ohne sie nicht geschafft. Ich habe gerne geholfen. Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Hackett Ende. Ja, das lief doch ganz gut. Ein bisschen Ruf, ein bisschen Credits, da sage ich nicht nein. Was sagt das Ding hier dazu? Hey, die Allianz ist bei über 1000. Asadi hat das was gebracht, dem Tigel hat es was gebracht, dem Geth hat das was gebracht, das hat irgendwie allen was gebracht, oder? Ah ne, das war das Geth Corp. Mhm. Ah, okay. Ah, okay. Das ist die, die wir gefunden hatten. Und bei der Allianz müssen ja die neuen Kreuzer dabei sein, oder? Naja, vielleicht auch nicht. Aber unsere Stärke wird immer besser. Das wird immer besser, Leute. Cool. Ist aber immer noch nicht genug. 2600 ist immer noch nicht genug. Es gibt unterschiedliche Enden bei dem Spiel. Das weiß ich noch. Ich will jetzt gar nicht so weit nach vorne spoilern, aber es gibt unterschiedliche. Und ich glaube, für die, die ich erreichen will, reichen meine Punkte noch nicht. Was seid denn hier heute so still, Ladies? Gar nichts zu sagen. Nö. Ist ziemlich still auf dem Schiff geworden.
Na gut, dann können wir das hier auf jeden Fall verlassen. Ich habe jetzt keine Lust auf Scannen. Okay. Ich glaube, momentan haben wir wirklich nur in der Citadel was. Jo, also ab zur Citadel. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Nein, nicht nötig. In Ordnung. Ja, ich will da jetzt kein Transportmittel, einfach aus dem Grund, weil ich gerne an den Leuten vorbeistiefel, weil ich habe ja für einige was mitgebracht. Ich habe auf Garvuk proteanische Datenlaufwerke gefunden. Ich lasse sie herbringen. Commander Shepard, danke. Das wird sicher eine große Hilfe sein bei der Operation, die wir gerade durchführen. Seht ihr? Nochmals danke, Commander. Ich weiß Ihre Unterstützung. Genau darum mache ich das. Jetzt gucken wir mal, ob ich hier noch irgendeine, weil die Mission hat mir so zufällig durchs Belauschen gekriegt. Und mal gucken. Dieser Auftrag ist keine Übung mehr. Okay. Ihr wollt nichts von mir? Alles klar, dann kann ich mich hier verkrümeln. Dann machen wir den üblichen Spaß. Ja, ab ins Unterhaus erst einmal. Na, hier gibt es auf jeden Fall echt nochmal gut Rufpunkte und gut Credits, die man hier ernten kann. Miranda ist auch hier. Hier links oben ist auch irgendeiner scheinbar, der was von mir will. Es ist mein Geld und ich löse mein Konto auf. Theoretisch. Okay. Keiner von euch. Ah, Wissenschaftler. Ich glaube, ich weiß, von welchem Projekt Sie sprechen. Und ich habe eine Hesperia-Statue in Bucht D24. Commander Shepard, das ist ja fantastisch. Ich lasse Sie umgehend zum Projekt schicken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Läuft. Was konnten Sie den Inschriften entnehmen? Wirklich? Ausgezeichnet. Ich wusste, Sie würden etwas finden. Na klar. Okay. Bei Gericht ist nochmal irgendein Forscher. Naja, schauen wir mal hin. Den finde ich doch eh wieder nicht, oder? Das sehe ich jetzt schon. Hier theoretisch irgendwo. Ah! Ich habe den Obelisken von Karsa beschafft. Er wartet in Bucht D24 auf Sie. Sie haben was? Das ist erstaunlich. Danke, Commander. Ja, kein Ding, du. Eine unbezahlbare Hilfe bei einer sehr heiklen Arbeit sein. Kein Ding, du. Und dann bei den Apartments oben. Ich glaube, sonst hat hier niemand was, weil sonst wäre es ja auch eingezeichnet. Wenn ich es abgeben könnte. Na gut, dann gehen wir zu Miranda. Hier irgendwo. Wahrscheinlich dieses Mal hier oben, oder? Weil das letzte Mal waren wir mal hier und das war da verkehrt. Es ist immer noch verkehrt. Nach dem Ende des Krieges zwischen Geth und Quarianen erhält das turianische Militär dringend erforderlich. Ah, da ist eine Tür. Miranda, ich habe Ihre Nachricht bekommen. Geht es um Ihre Schwester? Shepard, ich brauche Zugriff auf Allianzressourcen. Mehr kann ich nicht sagen. Vertrauen Sie mir. Ich mag keine Geheimnisse. Sagen Sie mir einfach, was los ist. Ich kann nicht. Falls das ein Problem ist, gehe ich. Nein, aber Vertrauen ist im Moment Mangelware. Natürlich. Wenn Sie mir nichts sagen, ziehe ich keine Ressourcen aus dem Kampf ab. In Ordnung. Ich hätte nicht fragen sollen. Das war okay, aber es geht nicht. Ist sonst noch irgendwas? Ja,
Ich muss Ihnen etwas sagen. Eher gestehen. Es hat ziemlich an mir genagt. Gestehen? Als ich das Lazarus-Projekt geleitet habe, wollte ich Ihnen zur Sicherheit einen Kontrollchip einbauen. Das haben Sie bereits erwähnt. Das war aber nicht alles. Der Unbekannte hat es verhindert. Aus heutiger Sicht hätte es ihm viel Ärger erspart. Mag sein, aber er wollte ihr wahres Ich nicht verändern. Er wollte keine Maschine, die nur Befehle befolgt. Er wollte Commander Shepard. Der Chip hätte ihr Ich vernichten können. Zum Glück haben sie es nicht getan. Ich bin lieber tot als ein Spielzeug. Das glaube ich. Warum erwähnen Sie das jetzt? Ich habe gegen die Kontrolle meines Vaters über mein Leben gekämpft. Denn die wollte er, bis hin zu meiner verdammten DNA. Als ich entkommen war, habe ich mein Leben riskiert, um meiner Schwester zu ersparen, dass es ihr genauso ergeht. Aber ich habe nicht gezögert, ihren freien Willen zu zerstören, als ich es konnte. Und das hat sie so beschäftigt? Ja. Ich habe 2 Jahre meines Lebens verloren. Sie haben mir den Rest zurückgegeben. Sie hätten mir alles nehmen, mich einsperren können. Haben sie aber nicht. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich zurückgebracht. Danke. Aber ich wollte nur, dass Sie wissen, dass ich den Plan mit dem Chip immer bereut habe. Sie müssen über die Vergangenheit hinwegkommen. Mach ich sonst auch, aber das war wichtig. Manches hat man eben nicht unter Kontrolle. Da hilft mir meine tolle Genetik auch nicht. Nein, tut sie nicht. Okay. Ich sag's ungern, aber ich muss los. Danke für Ihr Verständnis, Shepard. Kein Problem. Und Miranda, was Sie da vorhaben, viel Glück dabei. Keine Sorge, Shepard. Ich habe immer einen Plan. Ich bin jetzt gerade tatsächlich am Überlegen, ob ich nochmal lade. Weil ich glaube, ich habe damit die Storyline um sie herum beendet. Andererseits mochte ich Miranda im Zweier überhaupt nicht. Huh. Schauen wir mal. Soll ich die nochmal neu starten? Nee. Entscheidung ist getroffen. Ich habe ihr nicht geholfen. Wenn sie mir nicht sagen kann, warum sie das will, dann halt nicht. Dann kann ich ihr auch nicht helfen. So einfach ist das. So, ich glaube, aber aus dem Bereich kann ich mich verkrümeln. Aber ich glaube, dass wir noch weitere Missionen hatten, die wir hier abgeben können. Und wir müssen noch mit der Asari-Botschafterin reden. Das machen wir auf jeden Fall auch. Das Putzpersonal stand mir gerade echt im Weg. So. Okay, ins Krankenhaus, da mussten wir auch hingehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nee, das ging einfach nicht, dass ich hier einfach Ressourcen gebe auf gut Dünken. Nö, das sehe ich gar nicht ein. Im nächsten Labor ist irgendjemand, der irgendwas von mir braucht. Okay, Jacob wäre noch hier, auf den habe ich jetzt aber gerade überhaupt keinen Bock. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt im rechten oder im linken Büro ist. Höchstwahrscheinlich im anderen. Ja. War klar. Ich habe in einer Chemiefabrik diesen Behandlungsplan gefunden. Hilft Ihnen das? Behandlung? Was? Hey, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Aha, wahrscheinlich experimentell. Es ist reine Spekulation, aber wir machen trotzdem ein paar Tests. Vielleicht hilft es unserer Patientin ja. Ja, viel Glück damit. Gut, ich glaube, das war das hier. Ja, noch Jacob, aber wie gesagt, auf den habe ich jetzt keinen Nerv. Der kann mir gestohlen bleiben. Dann gehen wir jetzt noch schnell die anderen Ebenen durch und danach noch schnell zur Asari-Tante. Willkommen bei Sirta. Komm, kaufe ich mir. So. Wir haben jetzt eh wieder relativ gut Kohle gehabt. Das kaufen wir einfach, weil... Ja.
Schauen wir mal ganz kurz, ob ich in der Bar was tun kann, aber ich glaube fast nicht. Nope, hier können wir nichts. Waren wir? Da waren wir noch nicht. Da schauen wir noch kurz hin. Und wenn nicht, geht's zum Botschaftshaus. Ja, hier gibt's was. Irgendein Flüchtling. Für den haben wir irgendwas. Whatever. Bringen wir's zurück. Bringt auf jeden Fall Rufpunkte. Rufpunkte, Experience und höchstwahrscheinlich Kohle. Und da sage ich nicht nein. Wahrscheinlich hier unten irgendeiner, oder? Nee, noch weiter hinten. Da gibt's doch noch keinen. Da gibt's doch kein weiter hinten, oder? Doch, Tatsache. Ich habe auf Gaihinom eine proteanische Sphäre gefunden. Kontaktieren Sie die Allianz und sagen Sie, Commander Shepard hätte angeordnet, dass Sie dafür bezahlt werden. Ja, danke. Das mache ich sofort. Perfekt. Das gab richtig Kohle, Leute. 15 Riesen. Und nochmal Erfahrung. Und nochmal Ruf. Also mein Ruf ist bald vollständig. Da fehlt sich nicht mehr viel. Coole Sache. Aber ich glaube, sonst gab es hier nicht mehr. Nope. Aber es gibt auf jeden Fall noch einige Sachen, die wir finden müssen und hier abgeben. Weil ich glaube, im Logbuch, Missionsübersicht. Hier diese Code-Fragmente, das weiß ich noch nicht. Also das und das hier. Das müssen wir noch besorgen. Das müssen wir noch besorgen. Okay, ich muss auf jeden Fall noch ein paar Mal scannen gehen. Das mache ich aber, wie gesagt, offscreen. Da müsst ihr mir nicht zugucken, weil das ist sacklangweilig. System für System und dann immer wieder zu einer Tanke hinfliegen. Gut, aber was die Azadi zu uns sagen will, das gönne ich euch heute auf jeden Fall noch. Gibt es ja auch noch irgendjemanden außer der Azadi-Tante? Nee. Nur die Azadi-Tante. Und die ist lustigerweise im Büro von Undina. Was macht denn die dort? Was macht die im Büro von Undina? Die wollen mich doch jetzt nicht als Ratsherr. Das wäre jetzt lächerlich. Stellen Sie alle übrigen Akten sicher und versehen Sie sie mit einer Tentron-Freigabe. Commander Shepard. Haben Sie was gefunden? Wir setzen unsere Untersuchung von Ratsherr Udinas Aktivitäten fort. Es ist nach wie vor unklar, wie er den Putschversuch vorbereiten konnte. Wie auch immer, ich muss mit Ihnen über eine andere Sache sprechen. Die Lage der Asari-Republiken hat sich zum Schlechteren entwickelt. Soweit wir wissen, fehlt Ihrem Tiegel immer noch eine wichtige Komponente, die Sie den Katalysator nennen, nicht wahr? Wissen Sie, wo er ist? Leider nicht, aber wir haben ein Artefakt auf unserer Heimatwelt Tessia, von dem nur höchste Kreise wissen. Und weiter? Sagen wir, es kann Ihnen dabei helfen, den Katalysator zu identifizieren. Das Artefakt befindet sich in einem Tempel bei diesen Koordinaten. Ein Wissenschaftsteam wird Sie dort unterstützen. Wenn das Artefakt so wichtig ist, warum verstecken Sie es dann? Selbst unsere Verbündeten können ihre eigenen Ziele verfolgen. In der Galaxie herrscht ein Kräftegleichgewicht, das wir nicht stören möchten. Genau das machen die Reaper auch gerade. Und deshalb teile ich diese Information mit Ihnen. Haben Sie vielen Dank. Es ist zu unser beider Nutzen. Die Heimatwelt ist noch nie bedroht worden. Tessia war immer eine Oase mitten in einer Galaxie voller Chaos. Die Reaper stehen kurz davor, das zu ändern. Ich tue, was ich kann. Es hängen mehr Leben von ihnen ab, als eine Seele sollte schultern müssen. Meine Gebete begleiten sie. Toll, ihr Gebete begleiten mich. Die sollte mir eine Flotte schicken und nicht Gebete. Ich glaube, ich spinne.
So, jetzt glupsch ich noch schnell da rein und dann haben wir hier, glaube ich, echt alles erledigt. Tatsache. Ja, komm. Darf sie. Ja, komm, machen wir. Alles wird autorisiert. Ihr kennt mich. Reaper Code Fragment. Das kaufe ich doch alles. Da sind wir richtig dick und fett. Geil! Ey, diese Code-Fragmente, die habe ich doch für irgendeine Mission gebraucht. Aber für wen? Die haben wir für irgendeine Mission gebraucht. In die Citadel-Botschaft. Vier. Unten. Alles klar, bringe ich ihr. Das ist ja geil. Gab es da hier jetzt noch so ein kleines Geschenk? Ein kleines Gimmick. Drängend. Mensch, ich muss im Namen meines Volkes mit Ihnen sprechen. Worum geht's? Unterdrückte Trauer. Dekuna. Meine Heimatwelt. Die Reaper sind da. Unterdrückte Trauer. Unsere Krieger werden belagert. Aber ihre Truppen können sie retten. Drängend. Bitte. Alle anderen Spezies haben uns abgewiesen. Wie kämpfen ihre Leute? Stolz. Mit VI-unterstützter Infanterie. Unsere Soldaten tragen schwere Waffen auf ihren Rücken in die Schlacht. Stolz und beschämt. Unsere Feinde nennen uns lebende Panzer und andere weniger schmeichelhafte Dinge. Ich komme mit der Normandy, sobald wir Zeit haben. Erleichtert. Danke, Commander. Hoffnungsvoll. Vielleicht können wir einige Zivilisten evakuieren, wenn ihre Truppen eintreffen. Ungeduldig. Ich warte hier auf Neuigkeiten. Bitte beeilen Sie sich. Die Kuna brennt. Ja, mach ich. Alle wollen was von mir. Aber hier irgendwo müsste doch jetzt noch irgendeine Asari-Tante sein. Bist du die Asari-Tante? Du bist kein Asari. Hier hinten? Die da? Nein. Die müsste hier aber irgendwo sein. Der hat schon gekriegt. Wirklich nicht, oder? Nein. Ey, wo ist es denn? Irgendeine Asari-Kriegsstrategin. Die schaut schon danach aus. Aber die will nicht. Und die hier blockieren mich irgendwie. Ich habe gerade keinen Plan, welches die Kriegsstrategin sein soll. Hast du sie gefressen? Es kann ja... Geh mir aus dem Weg. Es kann ja fast nur sie sein. Habe ich vielleicht nicht genug Code-Fragmente? Also die müsste aus meiner Sicht hier irgendwo sein. Du? Du? Du auch nicht? Nobody. Weil hier war nur noch der Aufzug, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ja, nur der Aufzug. Ey, das gibt's doch nicht. Da versteckt sie auch keine. Die sind hier auch nicht versteckt. Tja.
Ich sehe keine Asari. Zumindest keine Asari, die auch nur im geringsten irgendwie Interesse an mir hätte. Da oben irgendwo? Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Nö. Da kann ich... Du? Nö. Keine Ahnung. Kein Plan. Ist aber jetzt auch egal, Leute. Wir sind schon wieder in absolute Überlänge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.